Hallo, lieber Anleger, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Robin und heute schauen wir uns eine Aktie an, die in den letzten Jahrzehnten wohl ohne Frage eine der erfolgreichsten im DAX war. Kaum eine andere Aktie hat so eine Performance hingelegt wie die SAP. Und heute wollen wir einfach mal schauen, ob SAP dasselbe auch in den nächsten Jahren noch liefern kann. Wie immer muss man sich natürlich als erstes die Frage stellen, wie verdient SAP eigentlich Geld? SAP verdient das Geld damit, dass sie an andere Unternehmen Unternehmenssoftware verkaufen. Weltmarktführer sind sie dabei im Bereich der ERP-Software. ERP steht für Enterprise Resource Planning. Übersetzt ins Deutsche bedeutet das Planung der Unternehmensressourcen. Was kann man darunter verstehen? Ganz einfach, die SAP-Software hilft dem jeweiligen Unternehmen dabei, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, und Ressourcen kann alles sein, also bei Ressourcen reden wir von Kapital, wir reden aber auch von Materialien, die im Lager liegen, aber auch von der Lagerverwaltung an sich, von der Produktionsverwaltung. Das sind ja heutzutage unendlich viele Daten, die da zusammenfließen, und die SAP-Software hilft dabei, diese Daten alle aufzunehmen, diese Daten zu verarbeiten und anschließend möglichst die Abläufe und Prozesse so zu optimieren innerhalb der Unternehmen, dass man das meiste aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen herausholt. Man kann sich natürlich jetzt vorstellen, dass in der heutigen Welt, die ja immer komplexer wird, immer weiterläuft, diese Software natürlich mittlerweile für die meisten Unternehmen einfach unverzichtbar ist. Also stellen wir uns mal so ein großes Amazon-Verteilungszentrum vor. Kein Mensch überblickt doch, welcher Artikel wo liegt, in welcher Anzahl noch verfügbar ist oder sonst irgendwas. Das ist ja gar nicht machbar. Dementsprechend braucht man diese Software. Im Grunde leitet es direkt auch über zur nächsten Frage. Und zwar, wie sieht denn überhaupt der Markt aus? Da die Software immer wichtiger wird für die Unternehmen und Unternehmen in der heutigen Zeit ohne die Software gar nicht mehr auskommen, ist es ja relativ logisch, dass der Markt auch in den kommenden Jahren für Unternehmenssoftware weiter wachsen wird. Hinzu kommt, dass SAP absoluter Weltmarktführer ist. Das bedeutet, SAP hat eine sehr gute Stellung in einem wachsenden Markt und was nochmal hinzu kommt, ist, dass, nennen wir es Burggraben, nennen wir es Markteintrittsbarrieren, dass die Also nennt dann jeder ein bisschen anders, am Ende kommt es aufs selbe hinaus, in diesem Bereich sehr, sehr hoch sind. Das ist ja in dem Sinne auch logisch, weil im Grunde ein Unternehmen wechselt nicht mal eben seine Software im laufenden Betrieb. Punkt 1, diese Software ist meistens sehr teuer. Punkt 2, im laufenden Betrieb die gesamte Software, die eigentlich den Betrieb verwaltet, zu wechseln, führt natürlich automatisch zu Riesenkomplikationen. Und stellt ein hohes Risiko dar, dass der normale Betriebsalltag gefährdet wird. Aus diesem Grund wird kein Unternehmen einfach mal so von heute auf morgen den Softwareanbieter wechseln. Und da SAP seit Jahren eine große Marktstellung, also einer der Marktführer ist, laufen die Kunden da auch nicht in Scharen weg. Also das wäre ein Prozess, der sich dann wirklich über längere Zeit ankündigen würde, den man dann auch als Investor bemerken würde. Und dann wäre es natürlich an der Zeit, den Rücken der SAP-Aktie zu kehren. Aber solange das nicht passiert, sehe ich SAP eigentlich sehr positiv erstmal grundsätzlich, da, wie schon gesagt, der Markt eigentlich beste Voraussetzungen bietet, um langfristig profitabel zu wachsen. Und genau das ist es ja, was man als langfristiger Investor am Ende sucht. Wir haben uns also jetzt angeschaut, wie SAP Geld verdient und wie sie im Markt positioniert sind. Beides war eigentlich sehr erfolgsversprechend. Jetzt muss man natürlich aber auch noch überprüfen, ob SAP diese guten Vorgaben auch umsetzt. Weil was nützt einem das erfolgsversprechendste Geschäftsmodell, wenn am Ende dann doch kein Geld verdient wird? Deswegen
einfach mal die Fundamentaldaten anschauen. Und da sieht man, bei SAP läuft es. SAP schafft es seit Jahren, den Umsatz zu steigern. SAP steigert nun seit 10 Jahren die Dividende jedes Jahr. Seit über 20 Jahren haben sie die Dividende nicht mehr gesenkt. Also bevor das jetzt falsch rüberkommt, ich bin kein Dividendeninvestor. Wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, ist es schön, wenn nicht, auch gut. Aber ich sehe die Dividende einfach auch als Qualitätsmerkmal, weil es über einen langen Zeitraum die Dividende zu steigern und das auch kontinuierlich immer weiter fortzuführen, das zeugt einfach von Qualität. Und deswegen kann man sich die Dividende aus meiner Sicht durchaus auch einfach mal anschauen, um zu schauen, verdienen die langfristig, konstant, Jahr für Jahr immer mehr Geld. Und wie gesagt, also da sieht man bei SAP eigentlich auch durchweg positive Zahlen. Jetzt im letzten Quartal sind die Cloud-Erlöse wieder um 19% gestiegen. Die Marge wurde wieder um 1,8% verbessert, was wirklich toll ist. Dazu muss man auch sagen, in den letzten Jahren ist die Marge vor allem stark unter Druck geraten, da SAP sehr früh erkannt hat, dass die Zukunft im Cloud-Geschäft liegt. Das Problem bei dem Cloud-Geschäft ist jedoch, dass es nicht so margenstark ist. Das hat auch eigentlich eine ziemlich simple Erklärung. Davor hat SAP die Lizenzen in einem Einmalpaket verkauft. Bei der Cloud werden die Lizenzen praktisch vermietet. Im Prinzip ist es also so, auf lange Sicht hat SAP durch das Vermieten seiner Softwarelizenzen höhere Umsätze insgesamt und auch bessere planbare Umsätze, was natürlich auch ein Vorteil ist, während sie bei dem Einmalverkauf der Lizenz natürlich den einen Umsatz haben und danach aber keinerlei weitere Folgeumsätze. Das heißt, kurzfristig haben sie zwar einen höheren Umsatz, langfristig ist der Umsatz aber bei der Cloud-Lösung höher. Und deswegen macht das auch durchaus Sinn, dass sie das umgestellt haben. Das hat zwar jetzt in den letzten Jahren auf die Margen gedrückt, dadurch auf den Gewinn gedrückt und wurde am Anfang auch nicht unbedingt nur positiv an der Börse aufgenommen, aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dann war das eine super Sache, dass sie auf die Cloud umgestellt haben. Und so langsam sieht man halt, dass sie jetzt auch endlich mal, also sich der Erfolg durchschlägt und sie ja jetzt wieder die Margen verbessern können und die Gewinne wieder steigen. Und das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr wahrscheinlich noch auszahlen. Und da musste man dann als langfristiger Investor auch einfach mal in den letzten Jahren so ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Oder also nicht mal mehr das, aber einfach nur ein bisschen Geduld haben und einfach mit dem langfristigen Blick sehen, ja, das hat Zukunft und das macht Sinn. Das ist eine Investition, die wirklich Sinn macht. Jetzt steht natürlich im Titel die beste Aktie im DAX. Und ja, aus meiner Sicht ist SAP durchaus eine der besten Aktien im DAX. Es gibt im DAX nicht viele Unternehmen, die wirklich langfristig erfolgreich sind und für langfristige Anleger wirklich geeignet sind. Die meisten dieser Aktien kommen aus Amerika oder auch aus Asien. Ich persönlich auch als Privatanleger investiere aber lieber in Amerika, weil mir da einfach, ich sag mal so, ich vertraue den Daten aus Amerika mehr. Ich meine, mit Wirecard, ob man überhaupt den Daten vertrauen kann, ist dann mal dahingestellt, aber irgendwie finde ich das vertrauenserweckender. Dort kommt man auch als Privatanleger besser an die Daten ran. Aber ich meine, irgendwo möchte man natürlich auch über Währungsräume streuen. Und ich denke, SAP ist da eine der wenigen Aktien, die wirklich für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind in Deutschland. Und damit aus meiner Sicht auch eine der besten Aktien im DAX. Natürlich gibt es auch noch andere Aktien im DAX, die ich wirklich auch gut aufgestellt sehe für die Zukunft. Und welche jetzt dann am besten ist, das kann man aus meiner Sicht dann am Ende wahrscheinlich auch gar nicht so sagen, weil sie nicht genug vergleichbar sind. Aber es gibt halt auch viel, viel Schrott im DAX. Und da gehört SAP auf keinen Fall dazu. Deswegen, ich persönlich habe SAP, seitdem ich mein Geld selber verwalte, im Depot. SAP liegt sowohl in meinem Aktien-Wikifolio,
Im Hebel-Wikifolio haben wir vor 2 oder 3 Wochen einen Optionsschein mit über 240% verkauft. Und dementsprechend ist SAP jetzt aktuell kein Wert im Wikifolio, in diesem Hebel-Wikifolio. Aber ich habe die auf der Beobachtungsliste und sobald sich das Ganze jetzt mal im Tech-Sektor ein bisschen abgekühlt hat oder mal eine kleinere Korrektur kommt, dann wird da auch wieder ein neues Zertifikat auf auf SAP gekauft werden. So. Und dementsprechend, ich halte viel von SAP. Ich glaube, sie werden in Zukunft weiter wachsen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden sie mehr Geld verdienen als heute. Und am Ende ist das das Entscheidende, weil wenn SAP in 10 Jahren mehr Geld verdient als heute, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie auch mehr wert sein werden als heute. Und das ist ja das, was für mich als Investor zählt. Auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Ich glaube, es ist sowieso bei jeder Aktie mehr oder weniger Roulette, ob das jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren steigt oder nicht oder fällt. Da sind so viele Faktoren, die auch die einzelne Aktie gar nicht beeinflussen kann. Viel hängt da auch am Gesamtmarkt. Aber schaut man es sich langfristig an, dann gibt es immer wieder Aktien, die den Markt outperformen. Und das ist SAP auch schon. SAP schafft das seit Jahrzehnten. Und ich persönlich, ich bin kein Anlageberater, ich kann nur meine persönliche Meinung hier kundtun, glaube, dass sie es auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten machen werden. Und wenn sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mehr Geld verdienen werden, werden sie mehr wert werden. Wert werden, auch ein tolles Wort. Und dementsprechend dann auch mich als Investor hoffentlich glücklich machen. So, das war's von mir. Jetzt interessiert mich natürlich noch, was denkst du von SAP? Meinst du, sie haben wirklich eine gute Zukunft vor sich oder bist du da eher ein bisschen kritischer? Schreib's gerne hier unten in die Kommentare. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, kannst du mich da abonnieren. Oder wenn du einfach direkt weiterschauen willst, findest du hier das letzte Video. Ansonsten macht es gut, bleibt gesund, haut rein, ciao.